Hallo zusammen, hier ist wieder mal der Infokanal mit Peter und Marco. Ich bin momentan gerade 2,50 Meter groß, wie ihr seht. Und ich zeige euch mal Folgendes. Das ist die Pforte zu unserem Laden. Der eine oder andere kennt das ja schon. Das ist hier unser Verwaltungsgebäude, unser Verwaltungseingang und unser kleiner Parkplatz. Leute, es ist einfach so, wir hatten im Sommer doch wirklich viel Stress gehabt mit unseren Parkplätzen, mit der großen Baustelle. Und Peter, guck doch mal, ihr zeigt doch mal gerade die Hanauer Landstraße hier vorne. Keine Baustelle mehr auf der Seite. Gut, auf der Seite haben wir ein paar Leute. Hallo Jungs, alles klar? Super. Bestens, Dankeschön. Und da vorne, na gut, da vorne ist eine kleine Baustelle. Das ist die sogenannte Neckermannbrücke. Die wird saniert. Aber das ist nicht mehr so ganz so schlimm wie im Sommer. Das bedeutet freie Fahrt zur Session nach Frankfurt. Und jetzt zeige ich euch mal was ganz anderes. Wir gehen mal kurz darüber. Folge mir, Peter. Und Peter, hast du mich? So Leute, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie keine Parkplätze mehr hätten, sondern wir haben ja auch einen neuen Parkplatz. Das bedeutet, Peter hat jetzt gerade mal eine Rückseite, sehr schön. Und das bedeutet, hier Leute, hier schaut mal, was wir haben. Wir haben hier einen neuen Parkplatz. Das bedeutet, wenn ihr bei uns vorbeischauen wollt und mal was Nettes einkaufen, könnt ihr Auto auch mal gerne hier abstellen. Das ist übrigens die Hanauer Landstraße 336. Merkt euch das. 336 ist der große Parkplatz, 338 ist der Laden. Und hier vorne, Leute, nicht nur ein Parkplatz, sondern wir haben auch jetzt hier, wie ihr seht, ein neues Lager. Und zwar, da oben ist es. Das Lager in der Karl-Benz-Straße gibt es ja nun nicht mehr und deshalb hatten wir so viel Stress gehabt. Der Umzug hat ja irgendwie geklappt. Das vorne ist unser neues Lager. Wir dürfen zurzeit leider nicht reingehen, denn wir haben keine Sicherheitsschuhe an, wir haben keine Helme an und die Lagervorschrift bzw. die Sicherheitsvorschriften sind sehr streng bei uns. Ihr wisst ja, Frankfurt ist ja sowieso nur so eine gerne, so eine bisschen strengere Stadt. Und ja, da vorne kommt unser Chef, der jetzt gerade wieder weg ist. Und der erste Kone mit der Gitarre in der Hand. Also da vorne ist die Pforte zu unserem neuen Lager. Und hier vorne zeige ich euch mal was anderes. Oh Peter, das wird den Leuten gefallen, was wir hier haben. Und zwar das hier vorne. Die erste weiße Tür, die ihr seht. Ja, das ist unser Videostudio. Dort werden die Gitarren und Basspornos gedreht von uns. Genau, das ist es. Da wohnt dann der Peter demnächst. Von innen, wie es da drin aussieht, das habt ihr schon mitbekommen. Da vorne ist unsere Warenausgabe, die Tür, die gerade zugegangen ist. Und nebendran sitzt der Erhan mit seiner Werkstatt. Das bedeutet, falls ihr mal einen Röhrenamp oder irgendwie einen defekten Mixer oder irgendwas habt, bitte bei uns vorbeikommen, direkt dahin gehen, denn dort könnt ihr halt eben eure Sachen abgeben und reparieren lassen. Nebendran ist auch gleich unser Service Point und unsere Warenausgabe. Das war mal wieder der Infokanal von Session in Frankfurt am Main. Leute, wir warten auf euch. Kommt vorbei zu Haupt und gebt euer gern. Nein, gebt bitte euer Geld bei uns aus. Macht's gut, Leute. Ciao.